Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 Singleplayer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich habe jetzt etwas drauf. GPS. Jetzt richtig gehört, ich habe GPS drauf. So wie es sein muss. GPS. Und eigentlich... Oh, so. Mann! Warte, das ist jetzt alleine. Ich weiß es nicht. Also ich kenne den GPS-Mod noch so gut wie gar nicht. Und deswegen, ich weiß es nicht hier. Aha. Okay, gut, das sind natürlich noch ein bisschen die Lampen, das ist klar hier. Das hier ist alles die Lampen. Aber mit Steuerung. Doch, Steuerung. Alt. Steuerung. Bin ich jetzt mal blöd? Hä? Was ist mit? Lass ich einfach mal den Hilfe laufen. Ich stelle das Ding hier schon ab und lass mal den Hilfe laufen. Ist besser. So. Oben übrigens habe ich jetzt, Kompass drin. Seht ihr ganz oben am Rand, seht ihr so eine Anzeige. So, und das mit dem GPS muss ich mal noch ein bisschen durchstudieren. Auf jeden Fall hier weiterarbeiten. Und hier muss ich mal schauen. Hier möchte ich mal das mit dem GPS ausprobieren. Denn eigentlich sollte man das jetzt so machen können. Hier anfangen. Na gut, hier bringt es halt nicht viel. Dann hier halt. Ich glaube, diese Folge werde ich noch ein bisschen austesten und ausprobieren. Alles entlassen, so. So, jetzt ist es aktiviert, ne? Okay, aber das ist auch gut. So, okay. Das Spiel ist passiert. Ah, gut, das ist Pause. Okay. Also das hier. Okay. Alles klar, okay. Ah, jetzt habe ich es. So muss es sein, jetzt habe ich es. Gut. Dass man quasi Teile senkt, so. Und dann hat man hier die Bahn. Und die können wir jetzt einfach verkleinern. Wenn wir das jetzt so machen, nee, stopp. Schon gut so. Aber die können wir hier. Ach, muss mir noch ein bisschen herausfinden. Hier. Können wir die Bahn einstellen. Und ich denke, ich hatte gedacht, man könnte die auch irgendwie. Man kann die verkleinern. Eigentlich ist es so, wie es jetzt ist, ganz gut. Okay, jetzt kann man halt die 3 drücken und dann fährt er automatisch die Bahn ab.
Wenn wir den Hitzlauf einschalten, dann sollte der auch drehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir schauen mal. So hier nach rechts. Nein, nach links. Gut, der macht's nicht. Ist auch eine Lösung. Nicht auf die Straße. So. Dann müsste man quasi die Spur. Ich kapier's nicht. Aha! Oh, ich glaube, warte. Lenkradmodus, neue Linie. Medizin, ja, jetzt kann Medizin. So. Einmal hier. Und kommen den anderen Teil auch irgendwie verkleinern oder so. Ach hier. So. Das ist aber nur eine längere Arbeitsbreite. Geht das so? Boah, ey, ich komme einfach gar nicht drauf mit dem GPS. Ich muss mich noch ein bisschen eintesten. Falls ihr das ein bisschen wisst, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jetzt haben wir aber auch GPS drin. So. Macht er aber auch eben Quatsch. So, jetzt müssen wir aber auch schauen. Jetzt muss ich das Teil mal heben. So. Vielleicht schaffen wir es jetzt. So, wenn wir jetzt hier neue Linie machen. So. Jo, genau. Und zwar das habe ich schon mal herausgefunden. Und jetzt möchte ich über die Linie. Automatisch die Linie. Nee, es sieht vorbei. Falsch. Ich glaube, ich sollte das auch nicht während der Aufnahme machen. Egal. Nicht so schlimm. So, kann man einfach 0 drauf mit GPS? Ich kriege hier irgendwie noch ein bisschen herum. Schlimm. So, jetzt aber. Warum macht er keine Linie? Muss man hier. Ach, das war das. Hab mich ja schon gewundert. So. Muss man das noch mal schnell ausschalten? Kann das sein? Kann das sein? Wenn man das noch mal schnell ausschalten muss? Man weiß es nicht. Ich schalte es noch mal schnell aus. Also, eigentlich wäre es ja mit Steuerung ging. So, so. Jetzt haben wir wieder GPS drauf. So, und jetzt müsste es eigentlich hier mit New. Das ist okay. Klar. So, jetzt kommen wir hier mit Plus und das ist einfach. Ja. Aha.
auch hier komme ich glaube ich wieder ein bisschen klar damit. Ich glaube, das brauchen wir so richtig nicht. Und wenn wir das hier so machen, dann nehmen wir das so. So, dann sollte der ja automatisch drehen. Fällt das wieder hier rein? Nein, nicht egal. Also es ist einfach mal auf dieser Spur bleiben. Okay, drehen tut er nicht. Okay. Oh. So. Ich glaube, ich muss die Linie noch ein bisschen anders machen. Folgen wir GPS? Hä? Oh, so drücke ich auch die ganze Zeit immer Tab. So, ja, entleeren machen wir das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Ich möchte mich hier ein bisschen erkundigen. Okay. Ah, das gefällt mir aber viel besser. Okay, nee, ist viel besser auch nicht. So. Naja, das nächste Mal. Ich glaube, jetzt weiß ich. Komm langsam drauf. Komm langsam auf den Punkt. So, und jetzt quasi nach rechts so drehen. Dann müsste der eigentlich drehen. Aber ich finde es halt, ich finde es cool. Ich finde es richtig cool, GPS. Ich finde GPS richtig cool. Und das sollte jetzt drehen. Macht er. Oh, geil. Aber er braucht ein bisschen besseren Auslauf. Okay, dann lass es halt. So. Nein. So, gut, aber mir gefällt das halt wirklich richtig gut mit dem GPS. Da sieht halt unten die Antenne und wenn die natürlich keinen Empfang hat, dann bringt das ganze GPS sozusagen nicht. Hm. Okay, aber ist krass, finde ich. Ich glaube, das Cosplay zum Beispiel, das wäre auch so etwas, also das wäre nichts für mich. Ich glaube, die jetzt die Folge schauen, ist doch langweilig. Ja, und jetzt dreht er natürlich auf die Seite. Richtig geil gemacht, muss man sagen. Und weiter. Stopp. So. Dann geht's weiter. Die letzte Bahn. Und dann sind wir fertig. Das ist so cool bei diesem Mod, weil man hat die Bahn und er bleibt einfach immer auf dieser Spur. Er geht nicht weg. Finde ich richtig cool. Aber jetzt habe ich es nachher rausgefunden. Jetzt geht's ab. Jetzt kann ich danach die nächste Folge. Jetzt habe ich's. Stopp. So, GPS aus. Und dann können wir das Ganze hier beim Ansehen nehmen wir den Helfer.
Ja, komm, wir lassen es mal. So, ist der fertig? Ist der überhaupt? Nee, noch nicht. Okay, schade. Nur Player. Aber jetzt habe ich das GPS, jetzt können wir dann doch auch wieder arbeiten. So, dann können wir jetzt in die Lager, in der, ins Lager stellen. So, und jetzt ist die Vorgabe wieder durch. Nice. Wohl, nee, das können wir gruppen hier. Das müssen wir nicht ins Lager stellen, im GPS. Machen wir die nächste Folge, dann wird es aber auch besser gehen. Wenn es euch gefallen hat mit dieser Folge, dann lasst einen Daumen nach, schreibt es runter. Ich muss nicht schauen, was der macht. Ist das richtig? Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann ja, schreibt es runter. Bis bald. Tschüss.